Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge. Warum eigentlich nicht? Wir packen hier Cho'Gath auf der Support-Position aus. Ich werde mich für den tankigen Weg entscheiden. Nimm also Relic Shield, ein paar Pots mit und wünsche euch viel Spaß. Yeah. Ja, und unser Jungler wurde hier schon invaded. Von fünf Leuten, ne, vier sogar nur. Er hat sich halt überhaupt nicht bewegt. Ich entscheide mich halt deswegen für den tankigen Weg, denn dann kann ich wenigstens hier beim Share noch meine Passive ein klein bisschen ausnutzen. Und da ich halt Nahkampfsupporter bin, weil Supporter hier ein großes Wort ist, habe ich halt wenigstens noch die Möglichkeit, da halbwegs mit dem Relic Shield zu arbeiten. Ich werde halt leider kaum an den Thresh rankommen. Der hält mich immer ganz gut auf Abstand. Der kann mich halt wesentlich besser poken als ich ihn. Aber wenn wir dann mal engagen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit des CCs. Mein CC hier ist mit 1,5 Sekunden nicht schlecht und der Knockup ist ja bekanntlich der stärkste CC, den man haben kann. Wir teilen hier nochmal. Als nächstes nehme ich dann auch den Schrei. Dann haben wir noch ein klein bisschen mehr CC. Also es stackt schon ganz gewaltig. Dann müssen wir halt das dann auch treffen. Mit dem Q zu treffen ist halt nicht leicht. Alles andere als leicht. Einen relativ immobilen ADC, wenn wir genau die Mitte forcieren, können wir damit vielleicht CC'en, aber man muss halt im Endeffekt schon vorausschauend das machen. Und hier stoßen wir praktisch an die erste Grenze, die Cho'Gath hat. Mana. Wir werden mit ihm relativ große Mana-Probleme bekommen. Und selbst der Share, den wir hier ab und zu nutzen können, der regeneriert halt gerade mal, ja, hier knappe 4 Mana. Woo! Das ist echt, ja, nichts. Das bringt uns halt herzlich wenig. Nehmen wir jetzt das E. Prinzipiell bringt es uns nicht viel. Ich lasse den Skillpunkt jetzt mal noch offen. Wenn wir das Q skillen, machen wir nur ein bisschen mehr Schaden. Es kostet Gott sei Dank auch nicht mehr. Beim W erhöhen wir auch noch die CC-Dauer. Das ist ganz nett im Prinzip. Und ich habe einen kleinen Lag. Auch schön. Weiß nicht, ob ich sonst meinen Q getroffen hätte. Ich glaube so eh nicht. Habe ich aber jetzt dafür das Q entschieden, damit wir ein bisschen mehr Pressure hätten, wenn wir einen CC hier treffen. Aber genau das ist halt seine große Schwäche. Der Q-CC ist halt relativ langsam. Wir müssen den vorausschauend setzen. Und das ist nicht leicht zu managen. Ich gehe hier auch ein klein bisschen aggressiv. Ich meine, warum nicht? Prinzipiell. Wir haben den Sustain noch auf unserer Seite. Und hätte ich mindestens einen mit meinem Q getroffen, dann wäre das sogar die Möglichkeit gewesen, hier einen Kill zu holen. Soweit werde ich hier aber jetzt doch eher erstmal auf den Farm setzen. Also meiner Sylvie ermöglichen zu farmen. Ich push auch ein klein bisschen versteckterweise mit dem E. Also ich habe das jetzt schon bewusst an, aber man kann es ja auch mal leicht vergessen. Ah, da gankt uns niemand. Man muss auf jeden Fall darauf achten, wenn ich dann in den Kampf gehe, dass ich es aktiviere. Denn sonst bringt uns das alles nichts. Diesen CC treffen wir und können hier halt gut Schaden machen. So sehr, dass sogar der Exhaust gezogen wird. Also gut für uns. Trade auf jeden Fall gewonnen. Und dann setzen wir uns wieder traurig in die Ecke, weil wir kein Mana haben. Ja, läuft nicht so toll. Also prinzipiell läuft schon gut für einen Cho'Gath Support, aber insgesamt haben wir halt einfach das Problem mit dem Mana. Wir müssen dann immer wieder schauen, dass wir warten, bis wir wieder geregeneriert sind und dann. Gut. Ah, Diana ist wieder in der Mitte. Diana könnte uns jetzt dann von hinten ganken. Das sollten wir eigentlich nicht zu weit vorgehen. Sylvia weiß das auch. Oder sieht es jedenfalls. Problem ist halt, ich habe gerade kein Ward. Kann dementsprechend die Backline oder unseren Rücken nicht absichern. Jetzt
Können wir mal gucken. Ich kann hier den teilen. Das machen wir mal auch flott. Und dann gehen wir wieder in eine sichere Position. Und solange wir nicht wissen, wo Diana ist, können wir eigentlich auch nicht vorgehen. Ah, sie ist da. Ja, es lief doch nicht schlecht. Mit unserem Crew konnten wir hier relativ viel CC bewirken. Und der Flash, der hat ja ganz gute Ideen mit seinen Hooks, aber sie funktionieren leider nicht. Und der Silence hat uns dann nochmal ermöglicht, dass wir hier gut wegkommen. Also in der aktuellen Sekunde würde ich nicht sagen, dass Jogarth ein schlechterer Supporter ist als irgendwas anderes. Okay. Kann sich das auch aktiv denyen? Nun gut. Sibir hat ganz gut gefarmt. Wir sind nicht gestorben, also bisher Jogarth Support läuft. Möchte ich gar kein Gemecker hören. Meine Sylvia hat am Anfang, also in der Champions Action, gemeint, das tiltet mich jetzt schon, wenn ich sowas sehe, weil sie angeblich Main Support ist. Dann kann ja gut sein. Aber sie ist anscheinend nicht offen für Neues. Try a Pressure Bot, ja, machen wir das nicht? Naja, gut. Es läuft ganz gut. Wir können locker farmen. Die Jinx ist zwar ahead, was den Farm anbelangt, aber was jetzt die 1v1-Fights angeht, haben wir wahrscheinlich dann die Nase vorne, denn ich bringe halt enorm viel Schaden mit. Und wir haben den Silence auf unserer Seite. Den teile ich mal. Die Jinx hat jetzt schon wieder 10% Leben verloren, obwohl hier eigentlich nichts war. Interessant. Das ist alles sehr interessant, was hier passiert. Ja, die kommt von hinten. Die Riven, die hier schon mehrfach angekündigt wurde. Wir können jetzt nur gucken, dass wir den Follow-up da praktisch denyen. Aber wir hätten uns halt überhaupt nicht mit der anlegen sollen. Ne? Warum ist der da noch drin? Leute, raus da. Ich kann nicht helfen. Ich kann da nicht helfen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich auch noch sterben. Die Frage ist nur, wer kriegt den CC ab? Ah, ja, sie hat den Turm bekommen. Ja. Wir hätten da einfach nur raus sollen. We was flanked. Ja, weil ihr auch reingelaufen seid. Die braucht mir doch hier keinen Blödsinn erzählen. Die sind ja einfach direkt auf die Riven zugelaufen. Aber da werde ich jetzt nicht weiter mit denen diskutieren. Ich war zu weit vorne und die haben sich einfach gedacht, sie könnten in eine gefeedete Riven reinlaufen. Ist jedem seine eigene Entscheidung. Jedem seine eigene Entscheidung. Können wir nichts machen. Ist ja auch eine Midlane-Riven. Ja. Ich kann gegen die nichts machen. Ich kann ja einfach nur warten, bis dann der Farm kommt, damit ich Level 6 erreiche. Und selbst damit könnte ich sie nicht töten. Theoretisch ist ja ein Jogarth gegen eine Riven relativ stark. Ja. Kann man schon fighten. Aber ich habe halt hier jetzt das Problem. Nom nom. Dass ich noch nicht Level 6 war. Jetzt war ich's, jetzt konnte ich sie töten. Hat sie wohl übersehen, wie sie auch gerade schreibt. Und damit haben wir den gefiedelten Gegner getötet. Jogarth Support Number Uno, sage ich da nur. Die Mitte kriegt jetzt auch mal was gebacken, das ist schön. Los, pushen, so machen.
Los, los, los. Wir müssen ja langsam aus den Ketten kriegen, wenn jetzt so eine Riven so gefeedet ist. Die ist an 80% der gegnerischen Kills beteiligt. Da muss man halt mal was machen. Ja, zum Beispiel nicht feeden. Ja gut, war eine Idee wert, aber Victor hat halt leider auch nichts mehr bereit. Schade. Bin mir sogar relativ, oder war mir gerade relativ sicher, dass die flanken würde. Hat sie aber nicht. Als ob wir den Fresh nicht sehen würden. Also das ist ja wohl der älteste Trick, den es in League of Legends gibt. Lachen, zurückporten, obwohl man eine Riven ist, wo man ganz genau gemerkt hat, wie die spielt. So, wir gehen dann mal für Rüstung. Für Riven. Was will man machen? Die ist halt einfach so stark gefeedert. Auch wenn die Gegner halt hier jetzt noch viel, viel AP-Schaden auf ihrer Seite haben. Was will man machen? Sie ist halt gerade das, was uns am gefährlichsten wird. Ah, macht es ja nicht schlecht. Und der Lee Sin hat es hier ganz gut gemacht. Niemand weiß, dass wir kommen. Ah, da wird wahrscheinlich noch eine Lantern kommen. Also bisher kann ich wirklich sagen, Cho'Gath Support ist okay. Er war bisher nicht der Grund, dass wir behind sind. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das mit einem anderen Supporter irgendwie besser hingekriegt hätte, denn die Hauptprobleme sind halt nicht durch den Support entstanden, sondern eben durch die Entscheidungen. Dass man sich einer Riven stellt, dass die Riven überhaupt erstmal so dick ist. Aha, ihr wisst also nicht, was hier ist. Das ist gut. Dann da ziehen wir den Flash. Na, die Combo war mal wieder getroffen und wieder erfolgreich. Ich weiß gar nicht, was alle so gegen Cho'Gath Support halten. Der ist doch gut. Ja, gut ist halt. Gut ist halt wirklich ein starkes Wort, aber. Ah, gut, da können wir jetzt natürlich nichts machen. Den dodgen wir ganz einfach mal. Die Mitte könnten wir jetzt schon mal kriegen. Kleines bisschen Zoning betreiben. Dann, ich denke mal, ich kaufe mir eine Rüstung und werde mir irgendwann daraus dann auch das CC-Rod leisten. Na, no. Habe ich euch hochgeworfen? Also wenn man den CC vom Q gut nutzt, also wirklich damit arbeitet, Cho'Gath Main ist von mir aus auch, und das alles sehr gut einschätzen kann, und dein Team hat das nicht blindlings reinläuft, dann, ne? Warum nicht? Spielt nur. Ja, der wird nicht auf mich gehen. Aber ich muss jetzt hier wieder bleiben, damit wir die Wave aufhalten können. Ich kann hier zwei teilen. Oh, das auch. Sie hat der Drache. Schön, dass du den pinkst, Lee Sin. Oder wer auch immer. Aber dadurch, dass eben da ein kleiner Suizidakt begangen wurde, können wir den nicht contesten. Und Silvia denkt sich, Hashtag, Hashtag. Naja, ich kann es den Leuten ja nicht verbieten, wie gesagt. Gut, ich denke mal, vielleicht wäre es doch erstmal besser, über Warden's Mail zu gehen. Von dem vielleicht. Ja gut, die haben eine Jinx. Jinx wird auf Crit bauen. Riven halt nicht. Also Randuins ist schon ein grenzwertiger Item-Pick. Frozen Heart würde auf jeden Fall klar gehen. Das betrifft ja alle, vor allem auch die Diana. Ach, Lee Sin. Ach, Lee Sin.
Ah, ich denke, Frozen Heart könnte ich mir nehmen. Nom. Nom, nom, nom. Die X hosten wir mal für die Movement. Also für den Slow. Dann können wir uns hier auch den Kill abholen. CC haben wir ja genug, ne? So ist es ja gar nicht. Aber Chaoten haben wir halt auch genug. Was war hier am Pushen auf der Toplane? Ein Baum. Spielt denn heutzutage noch ein Baum? Ja, ab. Ja, ab heute. Heute kommt Alban raus. Da spielt man den Baum wieder. Ich werde natürlich dazu auch das ein oder andere Gameplay machen und auch versuchen, relativ schnell einen persönlich erprobten Guide euch zu geben. Zu dem guten Alban. Natürlich als Support, das versteht sich von selber. Aber ich weiß nicht, wann ich das mit gutem Wissen rausrücken kann. Denn er ist ja grundsätzlich als Jungle konzipiert, beziehungsweise kann man im Jungle ganz gut spielen. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Rüstung. Ja. Ich lebe noch. Ja, okay, vielleicht gehen wir doch noch einen Schritt mehr zurück. Ich setze einen Respekt-Q. Naja, mal gucken. Vielleicht kann man doch noch was helfen. Ja, Pinboard rüber. Einfach mal nur in der Nähe sein. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren und euch dann da auch was geben. Ich denke mal, Ivan kann auch als Supporter sehr, sehr unterhaltsam sein. Deswegen, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Wir gehen zurück. Wir haben jetzt inzwischen genug Geld aktiv abgewartet, dass wir Laser Shroud mitnehmen können. Und damit wir auch ein bisschen... Ich dachte gerade, da wird ein Victor gehuckt. Deswegen habe ich nochmal abgebrochen. Dann haben wir eben jetzt schon mal ein klein bisschen unser Mana-Probleme gelöst. Ein ganz klein bisschen. Und eigentlich müssten wir auch noch ein bisschen Gold abwarten für einen Pinkward. Es steht zwar einer, aber der steht so offensiv, dass der auch gleich weg sein kann. What? Riven wird hier getötet. Nein, tötet sie wieder so rum. Naja, wird sie Fresh wahrscheinlich rausgeholt haben. Diese Riven. Riven, Riven. Riven wird momentan ziemlich häufig gespielt. Ich finde es sehr erstaunlich, dass die wieder so populär geworden ist. Aber einfach nur nach dem Prinzip, andere sind schwächer geworden. Okay, da muss wohl irgendwo ein Ward sein, ansonsten hätte der das gerade nicht gesehen. Schade, dass der Baum da rauskam. Ich gehe da mal raus. Ja, wenn man halt den CC so leicht treffen kann. Ich habe einen Blue Buff. Das ist der Moment, wo ich mir gerade eigentlich einen Wrath of the Undying wünsche, damit ich ein bisschen mehr Sustain habe. Aber nein. Leider nein. Kritisch, kritisch, kritisch. Sehr kritisch. Nope. Hey, dass das alles so gut funktioniert. Also gut ist jetzt wirklich übertrieben, aber dass das funktioniert, ist schon frech. Wir können uns Frozen Heart leisten. Yeah, Mana-Probleme, AD. Wobei mit dem Blue Buff, den ich ja gerade in die Hand gedrückt bekommen habe, habe ich ja gerade eh keine Probleme. Ein Pinkboard reicht, sage ich jetzt mal. Iron Solari bauen wir uns auch noch. Ein bisschen Resistenz, also ein bisschen Effekt für das Team müssen wir auch haben.
ist ja nicht so, dass wir hier YOLO to GAF 24-7 machen können, was wir wollen. Nein, wir sollten auch noch ein bisschen Impact haben. Mit Iron Solari dürfte ich dann halt auch meine 40% erreichen. Ich hatte gerade ewig lang noch 30% stehen. Ist natürlich mal wieder ein Bug gewesen, der durch den Kauf von Iron Solari entstanden ist. Die Frage ist, wie bauen wir das auf? Und hier können wir erstmal die Gegner wieder ein bisschen weghalten. Wir müssen natürlich selbst gucken, dass wir hier nicht Opfer des... Naja. Flash für Flash. Und da dürfte ich auch bald noch einen zusätzlichen trennen. Und mein Lee Sin kann da leider nicht ran, oder? Trifft er? Nee, er trifft nicht. Tank das mal, ich kann noch einen Hit tanken, locker sogar. Dann gehen wir erst raus. Ah, ich habe kein Wort mehr. Kritisch. Jetzt kann man auch den Drachen machen. Beziehungsweise ich kann halt hier echt effektiv helfen. Dafür ist Cho'Gath halt echt gut, wenn man jetzt sozusagen, man geht permanent auf den Drachen, versucht hier das Objective so oft wie möglich zu nehmen. Denn wir machen halt hier an dem Drachen auch 1000 extra Schaden. Und werden outsmited. Verdammt! Die großen... Oh oh. Die großen Reden des nützlichen Cho'Gath-Supports und was schafft er? Nichts. Ja gut. Nicht gut, aber ist halt so. Helfen oder Wort? Helfen oder Wort? Wo ist denn die Riven? Die Riven versucht hier zu sneaken und wir halten sie erstmal auf. Wie traurig diese Riven doch jetzt ist. Nein! Schreien wir sie an. Kämpfe doch! So kämpfe! Mana mehr. Tja. Riven kann halt gegen mich so gut wie nichts machen. Ich habe irrsinnig viel Rüstung. Leben jetzt halt nicht ganz so, aber die Rüstung ist halt einfach Gold wert. Ja, ich schäme mich schon. Lief ganz gut. Wir sind auch wieder ahead. Wir haben mal Objectives bekommen. Das heißt mal. Wir haben jetzt sogar ein Infernal mehr. Ich werde jetzt gucken, dass ich hier die Topseite ein bisschen jungle. Ein bisschen warde. Denn der Top Tower steht noch und den kann man ja auch mal locker mitnehmen. Ich gönne mir hier die Minions. Warum? Weil... Ja, okay, lassen wir sie dem Victor. Wir verbrauchen erstmal hier den Raptor-Buff von der Diana. Da ist auch noch eine Riven. Leider hat sie ihn bekommen können. Ja gut, wir waren outnumbered. Jetzt muss ich dem Victor hoch anrechnen, dass er versucht hat, mir zu helfen, aber... Ja, ich bin so fett. Ich habe keine Escape-Möglichkeit. Und überhaupt. Nicht gut. Gar nicht gut. Cho'Gaths größte Schwäche, er ist fett. Unglaublich fett. Ey, klar, ich hätte da auch nicht mehr vor dürfen, sollen können, überhaupt. Ich dachte halt, warum denn nicht, ne? Klassisches Nacheinander sterben. Zuerst Victor, dann ich. Dann die Riven. Auch wenn sie zu den Gegnern gehört. Prinzipiell ist Cho'Gath auch nicht schlecht, um ein bisschen Vision Control zu behalten. Also hier die Krabbe im Fluss.
Denn die können wir theoretisch auch schnell machen oder schnell vorbereiten. Ja, warum auch Wards clearen, gell? Das wäre ja ziemlich 2016, ne? Dann würde man ja gut spielen. Ob jetzt hier noch ein Ward ist? Wir wissen es nicht. Denn Swain hat uns nicht geholfen. Auf den Victor kann ich eigentlich noch am meisten vertrauen. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach. Wie viel Leben hat sie? Okay, weiterlaufen. Ha, baited. Kalkuliert alle. Alles geplant, alles geplant. Ja. Ich kann das. Ich darf das. Ich bin Jogaf. Ich bin ein Viech aus der Leere oder sonst irgendwas. Naja. Ja. Okay, okay, das war ein klein bisschen zu viel gebaitet. Bisschen. Ja, nur ein bisschen. Bauen können wir jetzt gerade eigentlich auch nichts mehr. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, die Gegner richten, mein Team richtet hier noch relativ viel Chaos an. Denn die Sinn, der möchte halt nicht mehr raus. Und da sterben wir nach und nach. Gucken wir doch mal, was unser ADC auf der Toplane macht. Der verteidigt hier ein bisschen verzweifelt gegen den Maokai. Aber wenn wir da dazukommen, dann könnte das doch was wäre denn. Nein? Nein. Nee, ADC sagt nein. ADC sagt Minions. Ah, ADC hilft hinterher. Gut. Gut. Vielleicht ist es so seine Art und Weise, mir zu sagen, ich hasse deinen Pick. Kann auch sein. Traue ich ihm auch zu, irgendwie. Gut. Wir müssen langsam mal auf die Reihe kriegen. Und leider habe ich mir halt meinen Weg, mein Item-Build so blöde hingelegt, dass ich gerade gar nichts bauen kann. Es macht sogar jetzt noch am meisten Sinn, kurz zu warten und dann das Support-Item hier auf the Eye of the Equinox zu bauen. Bringt mir zwar nichts, dass ich jetzt einen Pink Ward mitnehmen könnte, aber ich habe dann schon mal einen Ward mehr, um hier wieder den Top-Jungle, den ich ja vorhin schon warden wollte, um da ein bisschen das auszubauen. Ich glaube aber eigentlich, dass dieses Match durch einen chaotischen Fight entschieden wird, indem wir Riven zuerst rausnehmen. Nö, nö, nö. Hier ist nirgendwo gewartet. Ist einfach nirgendwo gewartet. Und wir sind gesplittet. Zwei Top, zwei Jungle, einer Mitte. Oh, dieser Fresh. Das ist vielleicht ein Schatz. Nein, wieso hätte ich das schon wieder gewonnen? Ist doch nicht wahr. Ich hab's ja gesagt, das fängt mit diesem Würfel an. Ah, ja. Gesplittet, kein richtiger Fight und die kesseln uns dann halt langsam ein und kriegen uns alle. Sein. Gut. Wir können halt nichts machen. So läuft das nicht. Ich weiß auch nicht, wie
Swain und Victor da oben gestorben sind. Ich glaube, Swain ist jetzt zuerst gestorben. Klar, sonst hätte Victor nicht so lange überlebt. Aber wie kann ein Swain denn so schnell sterben? Der war ja gegen Riven und Diana. Das könnte ich mir nur so erklären, dass der Swain ignited wurde. Aber die haben hier immer noch keine Wards. Ja, wir hatten hier die volle Vision Control. Gut, der kam jetzt dazu, aber der war vorher noch nicht da. Wir hatten die volle Kontrolle und haben halt nichts daraus gemacht. Halt, so, es ist traurig. Wenn wir einfach nur durch solche Basics verlieren. Ich warte mal ein bisschen durch die Gegend, halt so ein paar Punkte. Eigentlich relativ random, um zu gucken, wo sich dann was bewegt, wo eine Rotation passiert. Die Mitte haben sie ja schon durch. Dürfte eigentlich als nächstes eben die Botlane folgen. Nom. Pack mal ein. Und aus dieser Basis heraus können wir eben was machen. Wenn wir jetzt als Team mal geschlossen irgendwo hinlaufen, dann würde ich fast sagen, wäre es möglich, da was zu machen. Wenn der CC von Jogarth instant wäre, dann hätte ich hier halt schon was machen können. Aber so konnte der Lee Sin zwar ziemlich gut hier rüber kicken, hier in diesem Bereich, aber mein CC, den ich dann geplant habe, der folgte halt viel zu spät. Der Delay ist da halt wirklich brechend. What? Shutdown? Wir haben hier noch einen kleinen Turnaround, oder was? Packen wir Iron Solari an. Wir sind wieder ein kleines Stück nützlicher geworden. Insgesamt irgendwie nicht so nützlich, wie ich das gerne hätte. Ja, der Push auf die Botlane vom Miao Kai. Es wird jetzt halt in Zukunft wieder ein bisschen öfter einen Miao Kai geben. Könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf gefasst machen, denn der Victoria Skin für diese Season wurde eben revealed und es ist Maokai. Warum? Fragt mich nicht. Normalerweise ist es ja ein Champion, der sehr viel Impact hatte in der Season. Ich persönlich sehe Maokai da eigentlich jetzt nicht so groß. Klar, anfangs der Season war ein beliebter Toplaner. Letzte Season eigentlich auch, aber die Zeiten sind lange vorbei. Die Bruiser sind wieder aktiv. Und zwischenzeitlich waren es halt eher so Champions wie Fiora und Poppy. Da sehe ich halt eben den Baum nicht so richtig. Aber es ist, ich finde es ganz cool. Den Baum spiele ich auch ganz gerne. Und den hier warum nicht? Aber es ist eben auch ein Grund, wenn es halt einen neuen Skin gibt, dann werden viele Leute mal den Champion einfach so spielen. Elder Dragon wird jetzt halt in der Sekunde nicht contestet werden können. Sollte eigentlich nicht contestet werden. Ich kann jetzt halt eigentlich nur weglaufen. Und vielleicht mal hier flashen. Ich weiß gar nicht, der Flash, der so nötig war. Es ist halt überall. Macht das weg, macht das weg. Macht das weg. Brain, hilf mir. Rallys Kristallzepter könnte sich auch sogar eigentlich auch lohnen. So rein von der Theorie her, ne? Aber wir gehen schon wieder in Unterzahl rein. Die Sin ist alleine gestorben. Weiß nicht, hat er sich wieder ein Play überlegt und hat es nicht durchgekriegt. Und danach, warum kämpfen wir, ne? So ist es halt.
Diese Rimmel hat das ganze Spiel so enorm schwer gemacht. So enorm schwer. Ich möchte eigentlich nicht aufgeben, aber im Endeffekt ist das auch durch. Die haben zwei Inhibs wahrscheinlich jetzt. Oder die finishen auch gleich ganz, beziehungsweise probieren es. Tja, ich mach gar keinen Schaden. Ja gut, die finishen es von alleine. Aber ich weiß auch nicht, was Lee Sin da gemacht hat. Ich werde es mir später nochmal im Replay angucken. Jugaf, wer wählen kann, kann es gerne machen. Ich persönlich finde einfach, sein CC ist nicht stark genug, wenn man von außen agieren muss. Und um wirklich tanky zu werden, braucht es zu lange. Für mich ein kann man machen, muss man aber nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und bis demnächst. Tschüss, Gemüse.